Herzlich willkommen zu dieser Newsbox. Diesmal befassen wir uns mit der privaten Nutzung dienstlicher Internetzugänge. Mittlerweile verfügen etwa 87% der deutschen Unternehmen über Internetanschlüsse. Dies birgt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer Risiken. Arbeitnehmer schulden dem Arbeitgeber grundsätzlich nach § 611 Absatz 1 BGB ihre komplette Arbeitszeit. Nutzen Sie darüber hinaus, entgegen eines Verbots des Arbeitgebers, den dienstlichen Internetanschluss für private Zwecke, kann dies mit einer Abmahnung oder sogar einer Kündigung sanktioniert werden. Umgekehrt läuft der Arbeitgeber Gefahr, gegen Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes zu verstoßen und sich gegebenenfalls strafbar zu machen, wenn er zum Beispiel private E-Mails von seinen Arbeitnehmern liest. Herr Schmidtmann, wo hört die dienstliche Internetnutzung denn auf und wo fängt die private an? Die dienstliche Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen, das betrifft ja das Telefon genauso wie das Internet, ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer Aufgaben erledigt, die ihm vom Arbeitgeber aufgetragen worden sind. Alles andere ist zunächst mal privat. Allerdings gibt es hier einen Grenzbereich, nämlich dann, wenn beispielsweise der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber anordnet, dass dieser Überstunden abzuleisten hat und der Arbeitnehmer dann das dienstliche Telefon dazu nutzt, beispielsweise seine Familie zu informieren, dass er abends später kommt, oder der Arbeitnehmer, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt, sich dann über das Internet eine neue Bahn- oder Busverbindung heraussucht. Hier wird man wohl sagen müssen, wenn der Arbeitgeber schon anordnet, dass der Arbeitnehmer Überstunden macht, dann hat er insoweit auch eine Fürsorgepflicht, ihm zu gestatten, seine Familie zu informieren und sich neue Busverbindungen herauszusuchen. Welche Möglichkeiten ergeben sich grundsätzlich für den Arbeitgeber, die Nutzung der dienstlichen Kommunikationsmittel durch den Arbeitnehmer zu regeln? Grundsätzlich ist der Arbeitgeber frei in seiner Entscheidung über die Nutzung der dienstlichen Kommunikationsmittel zu entscheiden. Dienstliche Kommunikationsmittel beinhalten Internet wie auch die Telekommunikation über das Telefon. Bestehen keine Regelungen, ist die private Nutzung untersagt. Der Arbeitgeber kann allerdings aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten auch die private Nutzung gestatten. Er kann sie komplett freigeben, er kann sie natürlich auch modifiziert freigeben. Wie können diese Modifikationen technisch abgebildet werden? Der Arbeitgeber hat bei dieser Art von Modifikation die Möglichkeit, eine Blacklist oder eine Whitelist zu erstellen. Eine Whitelist beinhaltet nur vom Arbeitgeber freigegebene Internetseiten. Der restliche Teil des Internets ist somit gesperrt. Eine Blacklist wäre in diesem Fall, dass das komplette World Wide Web freigegeben ist, nur eine gewisse Anzahl von Seiten gesperrt ist, wie zum Beispiel Facebook, eBay oder andere weitere Kommunikationsmittel. Herr Schmidtmann, welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber denn, um die private Nutzung des Internetanschlusses durch den Arbeitnehmer zu kontrollieren oder gar zu überwachen? Das hängt zunächst von der Frage ab, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die private Nutzung gestattet hat oder nicht. Sofern eine private Nutzung unzulässig ist, hat der Arbeitgeber grundsätzlich das Recht, die gesamte Telekommunikation mitzulesen, weil diese dann ja auch ausschließlich dienstlich ist, sofern nicht der Arbeitnehmer in der Betreffzeile eine entsprechende andere Kennzeichnung verwendet hat. Hat der Arbeitgeber allerdings die private Nutzung in welchem Umfang auch immer gestattet, führt das dazu, dass der Arbeitgeber, ob er will oder nicht, zum Telekommunikationsdiensteanbieter wird. Und dann gilt nach § 88 des Telekommunikationsgesetzes auch im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Fernmeldegeheimnis, sodass der Arbeitgeber gerade durch die Gestattung der privaten Nutzung gehindert ist, in die vom Arbeitnehmer empfangenen und gesendeten E-Mails Einsicht zu nehmen. Sie sprachen gerade von einer besonderen Kennzeichnung privater Mails? Ja, der Arbeitnehmer hat ja die Möglichkeit, eine E-Mail in der Betreffzeile als privat zu kennzeichnen. Wenn der Arbeitgeber allerdings dem Arbeitnehmer die private Nutzung der dienstlich bereitgestellten E-Mail-Adresse nicht gestattet hat, tritt folgende Situation ein. Der Arbeitnehmer hat durch die Kennzeichnung privat signalisiert, dass der Arbeitgeber diese Nachricht nicht lesen darf, weil sie privat ist. Ein solches Verhalten ist dem Arbeitnehmer allerdings auch nicht zu empfehlen, weil er damit eindeutig zum Ausdruck bringt, dass er sich gerade über arbeitsvertragliche Verpflichtungen hinwegsetzt, mit der Konsequenz, dass der Arbeitnehmer mit der Sanktion durch eine Abmahnung oder gegebenenfalls sogar eine Kündigung zu rechnen hat.
Frau Böhm, was verbirgt sich hinter dem eben angesprochenen Paragraphen 88? Paragraph 88 Telekommunikationsgesetz verbietet es dem Arbeitgeber, sich Kenntnisse vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation seiner Arbeitnehmer zu verschaffen. Bestehen dabei Ausnahmen? Eine Ausnahme von dem Grundsatz beinhaltet Paragraph 88 Absatz 3 Telekommunikationsgesetz, wenn das Telekommunikationsgesetz selbst dies vorsieht und sich ausschließlich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Solche zweckgebundenen Eingriffstatbestände beinhalten die Paragraphen 91 fortfolgende Telekommunikationsgesetz. Ein Beispiel für einen solchen zweckgebundenen Eingriffstatbestand beinhaltet die Entgeltabrechnung, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die dienstlichen Kommunikationsanrechnungen für private Zwecke zwar zur Verfügung stellt, aber ein Entgelt für die Nutzung erhebt und für diese Entgeltabrechnung benötigt er die erhobenen Daten. Also darf der Arbeitgeber selbst dann nicht in die private Kommunikation eingreifen, wenn beispielsweise Betriebsgeheimnisse gefährdet wären? In der Tat selbst dann nicht. Wenn der Arbeitnehmer beispielsweise seinen dienstlichen E-Mail-Account dazu missbraucht, geheime Konstruktionsdaten oder ähnliche Geschäftsgeheimnisse unbefugt an einen Mitbewerber zu senden, darf der Arbeitgeber nicht auf diese Inhalte zurückgreifen, entweder weil der Arbeitnehmer die E-Mail als privat gekennzeichnet hat oder wenn die Übertragung einer Datei an den Mitbewerber auch durchaus legalen Zwecken dienen kann, beispielsweise zur Vorbereitung eines Messebesuchs oder ähnliches. Es gilt lediglich ein ganz, ganz eingeschränkter Ausnahmebereich nach § 88 Absatz 3 Telekommunikationsgesetz, nämlich dann, wenn die Inhalte sich darauf beziehen, dass eine Katalogstraftat im Sinne von § 138 StBGB begangen wird oder begangen worden ist, also beispielsweise Mord oder Brandstiftung oder ähnliche eher theoretische Fälle. Was raten Sie abschließend den Arbeitgebern und was erwarten Sie hinsichtlich dieses Themas für die Zukunft? Die einfachste und rechtlich sicherste Möglichkeit für Arbeitgeber besteht darin, die private Nutzung der dienstlichen Telekommunikationseinrichtungen grundsätzlich zu verbieten. Für den Fall, dass der Arbeitgeber kein komplettes Verbot der privaten Nutzung des dienstlichen Internetanschlusses vorsieht, entstehen zahlreiche Unsicherheiten. Es wäre daher wünschenswert, wenn diese rechtlichen Lücken geschlossen werden, entweder durch den Gesetzgeber oder durch eine klare Regelung des Arbeitgebers, aus der jeder Arbeitnehmer erkennen kann, was er darf und was er nicht darf. Gerade im Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen für den Arbeitnehmer, wie zum Beispiel die Abmahnung oder die Kündigung, oder auch für den Arbeitgeber, wie beispielsweise die strafrechtlichen Konsequenzen eines Verstoßes gegen das Fernmeldegeheimnis, sollten Anlass dafür sein, eine Regelung zu treffen und diese auch so zu kommunizieren, dass sie verständlich sind. Schließlich wäre es auch wünschenswert, wenn der Gesetzgeber sich dieses Bereichs annimmt, um eine einheitliche Lösung zu schaffen.